In Kapfenberg fand bereits so manch heißes Duell auf eisigem Boden statt. Und damit Kampfgeist und Spannung auch weiterhin garantiert bleibt, wird die Eishalle einer umfassenden Renovierung unterzogen. Sie sind der Projektleiter hier, Eishalle in Kapfenberg. Was sind so die Herausforderungen? Und es wird ja doch relativ viel neu gemacht, beziehungsweise der Aufbau ist ja doch sehr aufwendig. Ah, das stimmt. Herausforderungen gibt es natürlich viele. Sagen wir jetzt einmal mit der Corona-Zeit, mit den ganzen Auswirkungen, die wir da draus haben, mit Lieferschwierigkeiten, Lieferverzüge. Und auch natürlich, dass wir einen Bestand haben, den wir uns da halten wollen. Gerade mit der Stahlkonstruktion, sagen wir mal, die Halle ja sehr prägt, der weiterhin so erhalten bleiben soll. Das sind natürlich große Herausforderungen im Bestand, mit den Wohngebäuden daneben, dass man das Ganze auf Schiene hinkriegt und dass das Ganze wirklich gut funktioniert. Spricht man hier von einem Neubau oder einem Umbau? Wir sprechen eigentlich im Großen von einer Sanierung. Also wir haben mehr Umbau, wie was wir Neubau haben. Wir setzen zwar einen Kabinentrakt und einen Foyertrakt neu dazu, haben aber einen großen Teil von unserem Gebäude erhalten. Auch mit, sage ich jetzt einmal, mit der grauen Energie, die natürlich drinnen steckt, dass man sagt, der Beton, der gut ist, den werden wir nicht abbrechen und neu machen. Das ist auch ein Kostenthema. Deswegen sprechen wir eigentlich von einer Sanierung. Man kann sagen, unter den jetzigen Tribünen, die es ja gegeben hat, die Betontribünen, da werden die Kabinen und so weiter alles neu gemacht. Das haben wir komplett entkernt und wird dem Stand der Technik hergestellt. Die Tribünen an sich, die aus Beton vorhanden waren, die werden wir natürlich erhalten. Nur wieder herrichten, dass sauber ausschauen, sage ich jetzt einmal. Und es wird eine neue Sitzplatztribüne dazu gebaut im Zuge des Foyerzubaus. Und man ist im Plan? Man ist zeitlich im Plan, ja. Hoch erfreut über den baulichen Fortschritt ist natürlich der Bürgermeister der Stadt und er betont dabei die Wichtigkeit, Altes zu erhalten und Neues zu schaffen. Herr Bürgermeister, es schaut sehr imposant aus, was hier bei der Eishalle geschieht. Man kann ja gar nicht von einer Sanierung, schon fast von einem Neubau sprechen. Waren diese Dinge alle nötig? Wie hat es denn ausgeschaut mit der alten Halle? Die waren einfach nötig. Die alte Halle war am Ende der Lebensdauer und es war wirklich so, wenn wir nicht hingriffen hätten und wirklich was Neues daraus machen, hätten wir die alte Halle müssen nicht nur sperren, sondern abtragen. Das heißt, die war wirklich am Ende und wir haben ja die größtmögliche Ressourcenschonung gewählt, nämlich die Halle stehen zu lassen, sie auszubauen, eine neue Halle, nämlich eine Stadthalle draus zu machen, das geht alles. Aber es wichtig war, uns einfach nicht abzureißen und neu zu bauen, sondern die vorhandenen Materialien und die vorhandenen Halle, die ja in Wirklichkeit natürlich auch einen gewissen Wert für Kapfenberg hat, muss man sagen, die weiter zu belassen, aber in komplett neu einzugleiten und ihnen auch alles neu zu machen. Eishockey hatte in Kapfenberg schon immer einen großen Stellenwert. Und mit diesem Umbau wird allen Eissportbegeisterten größtmöglicher Komfort geboten. Denn sowohl die Besucher, aber auch die Sportler werden einiges Neues hier vorfinden. Sie werden eine völlig neue Halle vorfinden, die mit der alten Halle eigentlich nur mehr das Tragwerk gemeinsam hat. Sonst wird es die modernste Halle sein, auf modernsten Stand, die es überhaupt gibt. Das heißt, es werden die Eishockeysportler und die Eissportler wirklich eine modernste Halle mit den modernsten Gegebenheiten vorfinden. Ich glaube, es wird seinesgleichen suchen. Weil so modern wie diese Halle sein wird, gibt es nicht viele in der Steiermark. Ich würde überhaupt behaupten, das wird die modernste sein. Wie schaut es denn darüber hinaus mit den sportlichen Anlagen in Kapfenberg aus? Unsere sportlichen Anlagen sind auf Schuss. Wir investieren ja jährlich, man kann sagen Millionen, vom Bad angefangen, vom Freibad über Stadion bis eben zu dieser Halle. Aber auch ist drumherum, es gibt ja andere Sportplätze auch noch, Fußballplätze, Stadionplätze, Breitensportplätze, die natürlich ganz gleich gepflegt werden. Für uns ist ja das nicht nur Sport, sondern auch Gesundheit und auch Soziales. Bei einer Besichtigungstour konnten Vertreter verschiedenster Medien einen Einblick in den Baufortschritt erhalten. Und ich bin die rasende Reporterin für das Löwenland. Ich freue mich heute sehr, die ganzen Kinder zu interviewen. Ja.
warum, wie bist du denn auf die Mondschau gekommen? Weil mir das Spaß macht, dass ich auf dem Laufsteg gehe und das macht mir einfach Spaß. Okay, und wie weißt du, dass es sie gibt? Weil ich sie im Internet gesehen habe. Welche Mode magst du denn gerne? Kleider. In welcher Farbe? In Pink und Türkis. Und wie alt bist du? 8. Welche Mode trägst du gerne? Nike. Wie alt bist du? 11. Hallo Toni. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin 6. Und welche Mode magst du gerne? Ich mag Hosen oder Hemd. Ein Hemd. Wie alt bist du? 5. Und welche Mode magst du gern? Kleider oder Hosen oder Röcke? Kleider. Kommt doch gerne in die Shopping City zur Kindermodenschau. Tschüss!